Richtungweisend. Der 1. FC Saarbrücken auf dem Weg ins Mittelfeld der 3. Liga. Der Auftritt der Blau-Schwarzen gegen Babelsberg. Jetzt in der Arena am Samstag. Willkommen dazu und zu einem weiteren wichtigen Spiel für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga, in der es so eng zugeht im Mittelfeld und wo in Sachen Abstieg noch längst nicht das letzte Wort gesprochen ist. Heute war der Lieblingsgegner des 1. FC Saarbrücken zu Gast im Ludwigspark. Noch nie hat Saarbrücken gegen Babelsberg verloren. Die Hoffnung auf einen Erfolg also durchaus berechtigt. Trotzdem, es gab auch heute wieder eine Frage, die sich vor allem der Trainer Jürgen Luginger immer wieder aufs Neue und jedes Wochenende stellen muss. Wer spielt bzw. wer kann heute spielen? Unser FCS-Thema heute: Wechselspielchen. Zunächst basteln wir uns einen Sportplatz, um Jürgen Lugingers Planspiele anschaulich zu machen. Dann legen wir los. Drei Torhüter sahen die Fans schon in dieser Saison. Außenverteidigung rechts, vier unterschiedliche Spieler. Gleiches gilt für die Innen- und Außenverteidigung links. Die Startformationen im Mittelfeld. Auf den Sechserpositionen jeweils drei Versuche. Dann ein Highlight. Sieben Spieler im rechten Mittelfeld. Zentral und links alles im Lot, dann der Sturm. Wieder sieben unterschiedliche Spieler und so werden die Problempositionen deutlich. Verletzungen, Formschwäche, fehlende Qualität. Sie sind bemerkenswert. Die FCS. Wechselspielchen. Hoffentlich heute auch wieder bemerkenswert erfolgreich. Wer spielt und wie Saarbrücken heute spielt gegen Babelsberg, das weiß Ihr Reporter Frank Rundhefer. Also, was hat er sich heute überlegt? Jürgen Luginger, der muss zumindest auf der Torwartposition nichts ändern. Denn Benedikt Fernandes gab heute Morgen sein Okay, er war ja tagelang angeschlagen. Stiefler nach Sperre wieder dabei, auf der Bank allerdings wieder mal ein neues, altes Gesicht. Michael Petri, eigentlich Co-Trainer der zweiten Mannschaft, heute als Sturmalternative auserkoren. Rein in dieses 6-Punkte-Spiel bei 6 Grad im Park, 9. Minute. Sökler, Stiefler ist ganz frei. Der 1. FC Saarbrücken stürmt hinein in dieses Spiel. Manuel Stiefler. Nach seiner Rotsperre heute wieder in der Anfangsformation im Pokal schon unter den ersten 11. Jetzt auch in der Liga natürlich wieder erste Wahl. Dann sehen die FCS-Fans eine Babelsberger-Möglichkeit und schauen sie alle Babelsberger mit kurzärmeligen Trikots. Ah, 17. Minute Essig und Fernandes ist noch dran. Rückenbeschwerden machten Training nicht möglich für Benedikt Fernandes und Essig, der prüft ihn hier. Babelsberg ist ja die schlechteste Offensive der Liga mit erst 21 Treffern. Der Sprung in die 25. Minute. Blau-Schwarz mit Kohler. Bach. Und Zimmer. Wird da im letzten Moment noch von Slatko Hebib gestört. Der ist sauer, weil es hier keinen Eckball gibt. Aber zunächst schauen wir uns die Chance nochmal an. Gutes Timing. Und der wird da ein bisschen gestoßen. Kein Foul. Aber doch der entscheidende Touch, der dazu führt, dass der Ball eben nicht im Tor landet. 12 Minuten später. Saarbrücken ist überlegen, ohne großartig zu glänzen. Gut gemacht von Meek. Ball im Aus, nein, Bach nochmal. Und Zimmer kommt nicht richtig ran. Kohler. Und Sökler, so ein Schubser macht ihm gar nichts. Auffällig in der ersten Halbzeit. Und so halten sie den Druck auf den 16-Meter-Raum der Babelsberger hoch, dieser Brücke. Und erst dann wird die Situation abgepfiffen. Ja, noch nie hat die Mannschaft von Jürgen Luginger gegen den SV Babelsberg verloren. Im Hinspiel allerdings ein 2:2 unentschieden. Da lag der FC schon 0:2 hinten. War natürlich nicht das Hinspiel, sondern in der letzten Saison das Heimspiel. Dann nochmal Sökler hier.
Und wieder setzt er sich durch. Bach sieht Siemer und der macht ihn nicht. Das war sie, die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit. Marcel Siemer bedankt sich da bei Yannick Bach, der perfekt auflegt nach dieser Flanke von Sven Sökler. Schon erstaunlich, dass er diesen Ball nicht aufs Tor kriegt. Der treffsicherste Mann beim FCS. 0:0 steht es hier nach 45 Minuten. Und auf der Tribüne, was überlegt man sich da? Wird darüber nachgedacht, dass beide Vereine 1903 gegründet wurden? Also die Frage, wer sieht am Ende des Spiels älter aus? Der FCS oder der SVB? Und Saarbrücken springt wie ein Panther in diese zweite Hälfte. Schauen Sie hier, Stiefler. Schön von Ziemer, freigespielt. Aber dann ist Studer da und auch der Nachschuss von Bach nicht erfolgreich. Und was war das für eine Möglichkeit? Manuel Stiefler. Gleich sehen Sie, die Lücke ist da auf einmal frei. Der Hackentrick von Ziemer hier. Aber Studer ist in der richtigen Ecke. Richtig guter Auftakt des ersten FC Saarbrücken. Und Manuel Stiefler, der belebt das Spiel seiner Mannschaft. Bach dann unglücklich. Und Jürgen Luginger, der spürt, hier geht heute was. Jetzt ist die Phase seiner Mannschaft angebrochen. Jetzt hat Yannick Bach hier in der Vorbereiterrolle. Riesenmöglichkeit Nummer 2. Wieder eine Doppelchance. Ja, wann fällt hier das 1:0? Marc Laurent, die im Nachfassen. Auch eher nicht erfolgreich. Knipping zunächst mit dem Kopfstoß im Zentrum hier. Und dann der Saarbrücker Kapitän vielleicht doch überrascht, dass ihm der Ball da vor die Füße fällt. Aber zu viele Chancen dürfen sie jetzt nicht liegen lassen. 0:0. Weiter. Stiefler, Eckball. Le Rondi. Druck wird hochgehalten. Dann Mekir. Und plötzlich der Pfiff. Der Pfiff von Schiedsrichter Weikenmeier. Elfmeter für Saarbrücken. Und wir versuchen das Ganze mal aufzuklären. Schauen Sie hier. Meek und dann am rechten Bildrand. Hier wird Marc Le Rondi gestoßen von Aaron Berzel. Und das ist Schiedsrichter Weikenmeier einen Elfmeter wert. Marcel Ziemer. Und der macht's ganz kühl 1:0. 54. Minute. Und Saisontreffer Nummer 13 für Marcel Ziemer. Stüder zwar in der richtigen Ecke, aber trotzdem chancenlos. Und jetzt belohnt sich Saarbrücken. Für einen ganz engagierten Start in die zweite Hälfte. Mit der Krönung in der 54. Minute und der Führung. Und die ist verdient, ohne jede Frage. Und doch lässt Saarbrücken Babelsberg dann doch nochmal ins Spiel kommen. 73. Minute hier. Freistoß für die Roten. Nach Foul von Stiefler an Evjuschkin. Ja, und Fernandes will, dass die Mauer hochsteigt bei dem Freistoß hier, getreten von Kaplan. Der war eingewechselt worden. So, zunächst genährt, geklärt, dann erster Nachschuss, zweiter Nachschuss und dann, Achtung, Kühne, 1:1. 73. Minute, der Ex-Elversberger Matthias Kühne, der kennt sich im Saarland aus. Und der reagiert am schnellsten nach dieser ganz unübersichtlichen Situation im Strafraum des FCS. Von Stiefler prallt der Ball dann Kühne vor die Füße. Der Ausgleich und die Frage, warum lässt der FCS Babelsberg nochmal kommen. Und dann die Einwechslung von Michael Petri. 80. Minute tatsächlich. Er ist zum ersten Mal im Kader. Und dann bringt ihn Jürgen Luginger in die Partie. Und da ist er schon. Und da ist auch schon das Tor. Der ist keine 60 Sekunden auf dem Feld. Michael Petri und macht das 2:1. Was für eine Geschichte.
Perfektes Timing. Keine Chance für Studer. Michael Petri bringt den FC wieder in Führung. Ein verrücktes Fußballspiel hier in den zweiten 45 Minuten. Der schöne, lange Einwurf von Stegerer. Eine seiner absoluten Stärken. Und keiner kann Petri daran hindern, hier das 2:1 zu erzielen. Also, noch 9 Minuten im Ludwigspark. In diesem 6-Punkte-Spiel. Nochmal Babelsberg. Das ist schon die letzte Möglichkeit dieses Spiels. Ist schon die Nachspielzeit. Der Sekundenzeiger tickert langsam runter. Kaplan, Achtung, nochmal die Möglichkeit für Babelsberg. Und da wird der Pfosten sogar berührt. Huiuiui, nochmal durchatmen. Um ein Haar hier noch der Ausgleich, aber dann ist es vorbei. Christian Benbenek und der SV Babelsberg sind besiegt und eine traumhafte Geschichte rund um Michael Petri. Ein absoluter Glückstag für ihn, der bei den Fans so beliebt ist. Lange Jahre habe ich natürlich gespielt für die erste Mannschaft. Das war natürlich für mich eine Überraschung, dass ich heute im Kader bin. Und ja, dann noch das entscheidende Tor zu machen. Ich glaube, schönere Geschichte kann man nicht schreiben. Ich kenne mich auch jetzt ziemlich gut und das ist genau Fußball und so Geschichten gibt es nur im Fußball. Für mich freut es, für den super riesig und ja, schön. Es ist der Tag des FCS, der Tag des Michael Petri. Heute macht die Mannschaft einen riesigen Schritt raus aus der Abstiegszone, angelt sich 3 sehr wichtige Punkte. Petri heil. Ja, der Aufwärtstrend also hält an. Wichtige Punkte waren das für den FCS im Kampf um den Klassenerhalt. Saarbrücken-Babelsberg, wie gesehen, 2:1. Offenbach besiegt Unterhaching 1:0. Karlsruhe-Stuttgarter Kickers 3:0. Burghausen-Erfurt 0:0. Eine Partie musste abgesagt werden. Osnabrück-Rostock ebenfalls, wie gesehen, 3:2. Bielefeld-Darmstadt 0:0. Aachen unterliegt Chemnitz 1:5. Und Dortmund und Münster trennen sich 0:0. In der Tabelle ist Karlsruhe jetzt vorne, 63 Punkte vor Bielefeld 61 und Osnabrück auf Rang 3 nach vorne gerutscht, 60 Punkte vor Preußen-Münster als Vierter mit 58 Punkten. Und Saarbrücken finden wir jetzt schon in der ersten Tabellenhälfte wieder auf Rang 10 mit 37 Punkten. Der Blick in die zweite Hälfte, also 10 Punkte Abstand für Saarbrücken zu den Abstiegsrängen. Da stehen im Moment Babelsberg 27, Borussia Dortmund 2 mit 25 und Alemannia Aachen mit ebenfalls 25 Punkten. Tja, und das war's auch schon wieder mit der Arena am Samstag. Weitere sportliche Meldungen aus der Region jetzt gleich in Aktuell. Wir verabschieden uns mit dem Tor des Tages. Und das kommt für uns natürlich von Michael Petri mit dem Siegtreffer heute zum 2:1 für Saarbrücken gegen Babelsberg. Einen schönen Samstagabend noch. Tschüss.